Konzept oder erst. Hier ist dann doch der Shark, was ihr labert! Ihr Haters! Ihr habt keine Ahnung vom Game! Yeah! Und schon wieder der Mr. Max! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Nein! Schatzi! Ja! Yeah! Nein! Schatzi, mein größter Gewinn in meiner Karriere! Nein, Schatzi! Schatzi, komm schnell! 8000 Euro! Nein, Schatzi, komm! Hallo und herzlich willkommen zu einem wundertollen weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute, Leute, gibt es mal ein Battlefield 5 Video. Ja, mal was ganz Besonderes, denn ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich keinen Bock habe, Battlefield 5 Content zu machen. Aber nachdem Battlefield 2042 so enttäuschend war, dass wir uns dachten, hey, selbst Battlefield 5 muss ja besser sein, haben wir uns gedacht, Battlefield 5, ja, das is it, das laden wir uns mal runter, spielen wir mal wieder ein paar Ründchen. Und ja, wir haben dann halt wieder ein paar Ründchen Battlefield 5 gespielt. Und sagen wir es mal so, mir kam die Videoidee, man könnte einmal sagen, ja, was macht Battlefield 5 denn im Gegensatz zu Battlefield 2042 besser oder schlechter? Oder, und das machen wir nämlich heute, welchen Content hätte man denn noch in Battlefield 5 implementieren können, anstatt die Entwicklungszeit in dieses großartige Game Battlefield 2042 zu stecken? Und ja, es gibt relativ viel, was man hätte tun können, was man noch weiter in Battlefield 5 reinmachen könnte. Denn Potenzial wäre ja natürlich da. Schließlich gibt es noch viele Schlachtfelder im Zweiten Weltkrieg, die noch nicht behandelt worden sind. El Alamein, Kursk, Minsk, was weiß ich, was es da alles gibt, und all das werden wir heute behandeln. Und aus einem marketingtechnischen Punkt hätte man ja auch den einen oder anderen Geschichtsliebling weiter wieder nach Battlefield 5 bewegen können oder eben einen gewissen Hype aufbauen können, dadurch, dass man eben neuen Content hier rein implementiert. Vermutlich eventuell größeren Hype, als man das aktuell in Battlefield 2042 hat, denn dieser wurde ja so schnell abgebaut, beziehungsweise so schnell zunichte gemacht. Selbst die Spielerzahlen auf Steam, also auf der PC-Plattform für die Leute, die da keine Ahnung haben, so wie ich, sind mittlerweile größer als in Battlefield 2042. Also es gibt aktuell mehr Spieler in Battlefield 5 als in Battlefield 2042. Und das, obwohl Battlefield 2042 einen so riesigen Hype hatte. Das kann man sich kaum vorstellen. 2 Monate nach Release ist Battlefield 2042 tot und es gibt mehr Spieler in Battlefield 5 und in Battlefield 1 als in Battlefield 2042. Und damit habe ich den Satz auch endlich mal abgeschlossen. So, und fangen wir doch endlich mal damit an, was hätte man denn noch in Battlefield 5 implementieren können. Fangen wir mit dem größten Thema an, und zwar das, was die meisten Leute vermutlich so am meisten erwartet hätten, und das ist ziemlich obvious. Die Russen, die fehlen nämlich komplett in Battlefield 5. Die Russen waren natürlich im realen Vorbild dem Zweiten Weltkrieg ein entscheidender Bestandteil, sag ich mal, des Krieges, des Kriegsverlaufes damals. Und diese gesamte Fraktion der Russen einfach wegzulassen, ist ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ist nicht gerade von Vorteil für die Beliebtheit, denn viele Leute haben natürlich einen gewissen Anspruch an ein Zweite Weltkrieg-Setting-Spiel und die Russen gehören da einfach nur mal mit dazu. Und wenn sie fehlen, fehlt das natürlich auch irgendwo ein gewisser Bestandteil der Spielerschaft in Battlefield 5 in diesem Fall, da das ja im Zweiten Weltkrieg spielt. Und ja, diese Schlachten, die man da noch hätte hinzufügen können, wäre zum Beispiel Stalingrad. Stalingrad ist natürlich eine ganz bekannte, schreckliche Schlacht. Eine Riesenschlacht, aber die zu trauriger Berühmtheit bekommen ist, kann man so sagen. Und ja, in diesem Zuge hätte man natürlich eine Art Fabrik-Metropole darstellen können, mit einem Fluss, der dazwischen herläuft. Ich glaube, das ist die Wolga, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich kann mich jetzt auch irren, so gerade im Bilde bin ich gerade gar nicht. Wo man dann eine verschneite Map hat mit dem Stadtgebiet, ähnlich wie Devastation zum Beispiel oder auch Narvik, nur eben deutlich industrieller, sag ich mal. Und da fahren dann eben keine britischen Panzer rum, sondern eben deutsche und russische. Welche Panzer könnte man dann da zum Beispiel implementieren? Den leichten Panzer T-50 zum Beispiel, der dann ja recht schnell unterwegs ist, leicht gepanzert ist, ähnlich wie eben leichte Panzer in diesem Spiel schon vorhanden sind. Den T-34, ein sehr bekannter Panzer und ich glaube einer der am häufigsten gebauten Panzer jemals. Und dies hieß sogar, dieser Panzer hätte dem Panzer 4 und dem Tiger das Wasser reichen können. Entsprechend hätte man damit auch ja, einen gewissen Faktor erreichen können, was das Balancing angeht.
und einen schweren Panzer wie den KV-1-Panzer, der dann langsamer, schwerer ist, aber auch stärker bewaffnet und der viel durchschlagskräftiger. Ich kenne mich mit diesen Panzern persönlich jetzt nicht so gut aus wie mit den deutschen und britischen Panzern, aber dennoch hätte man diese implementieren können als Beispiele, um eine Schlacht mit Panzern so gestalten zu können. Gerade bei der Schlacht von Kursk zum Beispiel, die ja als größte Panzerschlacht der Geschichte, ja in die Geschichte eingegangen ist, hätte man diese Panzer dort gerne gesehen. Und auch deutsche Panzer hätte man neue einführen können. Ganz ausschlaggebend ist natürlich der Panther. Denn wenn es einen Panzer gibt, der neben dem Tiger einen mindestens genauso hohen Bekanntheitsgrad hat, dann ist es der Panther. Ein relativ legendäres Fahrzeug, muss man sagen. Es ist ebenfalls ein leichter Panzer, ähnlich wie der Panzer 4. Und man könnte den quasi so balancen, dass er vielleicht eine etwas stärkere Durchschlagskraft hat als der Panzer 4. Gerade in Bezug darauf, dass die russischen Panzer ja eine gewisse höhere Panzerung haben und eine gewisse höhere Feuerkraft als der Panzer 4 zum Beispiel. Dann könnte man das dann so balancen, dass der Panzer etwas langsamer ist als der Panzer 4. Ob das so historisch akkurat ist, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Und eine etwas höhere Durchschlagskraft. So. Ebenfalls gab es natürlich Flugzeuge, die in der Luft herumschwirren, die in einem Battlefield natürlich nicht fehlen dürfen. Auf der deutschen Seite hätte man dann zum Beispiel andere Jäger reinbringen können, zum Beispiel die Focke Wulf 190, welche tatsächlich sogar ein höheres Potenzial von Historikern gesehen worden ist, ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich sagen kann, als in der Bf 109, da die Focke Wulf leistungsstärker ist und besser bewaffnet werden konnte. Auf der russischen Seite hätte man dann als Jäger eine MiG-3 nehmen können, relativ bekannt, aber da das Vieh nicht so eine hohe Stückzahl hatte wie andere russische Kampfflugzeuge, hätte man auch noch eine Lavochin La-5 nehmen können. Beides sind leichte Jäger, die man ebenfalls als Counterpart zur Focke Wulf 190 oder Bf 109 reinbringen hätte können. Und als einen Jäger, als ein Bomber, als einen leichten Bomber, hätte man die Yakolev Yak-4 reinbringen können, hätte können. Korrigiert mich, by the way, falls ich das falsch ausgesprochen habe. Ich kann nämlich kein Russisch. Und damit hätte man quasi auf der Russenseite ein gewisses Line-up an Fahrzeugen und Flugzeugen, was man hätte bringen können. Was mit Waffen angeht, habe ich tatsächlich kaum Ahnung, was es da so gibt. Wenn ihr da irgendwelche vorschlägt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und natürlich gäbe es noch ein paar andere Schlachtfelder, die über die Russen hinaus man hätte bringen können. Zum Beispiel hätte man da so ein paar historische Kleinigkeiten reinbringen können, die so von den meisten Leuten nicht so auf dem Schirm sind. Zum Beispiel haben auch die Russen und Japaner gegeneinander gekämpft in Korea, auf der koreanischen Halbinsel. Ebenfalls haben die Japaner gegen die Briten gekämpft. Zwar nur so als Randschlachten und nicht so wirklich bekannt, sag ich mal, denn bekannt ist natürlich, dass die Amerikaner gegen die Japaner gefightet haben. Aber in Indochina und in einigen Inseln in Indien, Indisch-China oder wie auch immer das, Indisch-Englisch-Indien oder sowas, oder Britisch-Indien, keine Ahnung, da haben die auch teilweise Schlachten gehabt, wo dann die Briten eben gegen die Japaner gefightet haben. Mein Gott, ich bin heute echt nicht auf meiner geistigen Höhe, es tut mir wirklich leid, es muss sich vermutlich schrecklich anhören. Ebenfalls etwas bekannter wäre zum Beispiel die Schlacht um Alamein, um El Alamein. Das hat ja auch extrem gefehlt. Oder es fehlt ja immer noch. Es gibt auch kein Äquivalent wirklich im Battlefield 5, was es dazu gibt. Das ist auch eine recht ikonische Schlacht oder eine recht ikonische Karte aus Battlefield 1942, welche ja leider fehlt in Battlefield 5. Hätte man reinbringen können, hat man leider nicht. Und es gibt noch viele andere Sachen. Zum Beispiel die Ardennen-Offensive oder generell die Ardennen hätte man reinbringen können. Ich meine, Panzersturm, ich weiß gar nicht, ob Panzersturm sowas sein soll, aber würde ich jetzt nicht sagen, denn die Ardennen sind ja ein Waldgebiet, das relativ gebirgig ist. Und das ist Panzersturm ja bei weitem nicht, das ist ja flach und nur wenig Wald. Und die Ardennen waren ja im realen Vorbild ab und zu auch verschneit, das ist Panzersturm, ja. Nicht. Auf jeden Fall, sowas hätte man definitiv reinbringen können. Ich glaube, die Russen haben jetzt hier den größten Teil im Video eingenommen. Aber vermutlich auch, weil diese für die meisten von euch die größte Relevanz haben. Vielleicht, wenn ihr Interesse daran habt, werden demnächst auch noch weitere Battlefield 5 Videos kommen. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Bis dahin, haut rein und
Ciao.